Hey, Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Jody, wo gehst du hin? Nirgends. Ich wollte nur rausgucken. Jody, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Hey, was ist los? Nichts. Ich wollte nur mal knuddeln. Komm her. Jetzt besser? Okay, ich muss jetzt weitermachen, Kleine. Kriege ich einen Keks? Es gibt doch schon bald Essen, Schätzchen. Wenn du jetzt Kekse isst, hast du dann keinen Hunger. Feenblüte, willst du mit zu mir nach Hause kommen? Zum Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Okidoki, wir nehmen ein Auto. Ein tolles Auto. Ja, selbst ausgesucht. Und es fährt richtig, richtig schnell. Na gut, dann los, hier lang. Was für ein hübsches Haus du da hast. Ja, es gefällt mir sehr. Ich habe es von meinem Mann zum Geburtstag. Hättest du gern Zucker in den Tee, Feenblüte? Oh, nein, danke.
Und wie geht es deinem Mann? Sehr gut. Er ist gerade auf der Arbeit. Er ist ja so hübsch. Lass das, Aiden. Du weißt doch, dass ich nicht mehr mit dir spielen will. Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Das Foto. Es fühlt sich seltsam an. Als würde es vibrieren. Fühlst du das auch? Es tut mir so leid. Ich habe alles versucht. Bitte, Jody. Ich hab zu tun. Danke, Schätzchen. Hey, Schätzchen. Warum gehst du nicht draußen spielen? Ich rufe, wenn es Essen gibt.
Ich gehe ja schon. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Schubst du mich an, Aiden? Dann halt nicht. Es macht eh keinen Spaß.